Hello, hello, hello. Wir sind wieder am Resident Evil'n. Hart am Resident Evil'n. Hey, was mache ich denn mit der Kiste? Die sieht sehr schiebbar aus und kletterbar. Ich weiß aber nicht, wohin damit, ehrlich gesagt. Soll ich die mal auf den Aufzug schieben, vorsichtshalber? Ich mach das mal. Ich finde, Claire, durch ihren Messergurt, den sie von Haus aus hat, sollte einfach immer permanent ein Messer dabei haben können, ohne irgendwie dafür einen Inventarslot zu verbrauchen. Ich finde, das wäre cool und fair und absolut nutzlos auch, aber darum geht's ja nicht. Ich finde es auch ganz interessant, guck mal in ihrem Inventar, dieses Lockpick hier finden wir schon in sehr ähnlicher Form in Resident Evil 1 tatsächlich. Da gibt es das schon in den Game-Files. Das wäre wahrscheinlich auch damals schon so ähnlich für Jill geplant gewesen, aber dann wurde das wahrscheinlich einfach geändert. Aber es ist noch existent quasi. Komme ich dahinter? Gott sei Dank. Ich war mir nicht sicher, ob wir uns dahinter noch quetschen können. Jetzt schaue ich erstmal, für was ich die Kiste brauche und töte erstmal Zombies und so. Lebst du noch? Oh, der hat einen Zettel in der Hand. Investigative Report on P. Epsilon Gas. Also Untersuchungsbericht des P. Epsilon Gas. Das P. Epsilon Gas hat sich als sehr effektiv darin gezeigt, alle bioorganischen Waffen kaputt zu machen, also außer Gefecht zu setzen. Es ist also dafür genehmigt worden, in Notfällen gegen die BOWs einzusetzen. Potenzielle negative Nebeneffekte. P-Epsilon-Gas schwächt BOWs, die zelluläre Funktion dieser Wesen, aber wiederholter und ständiges Aussetzen dieses Gases führt dazu, dass die Antikörper entwickeln und dann ist es halt eben einfach nicht mehr so wirksam und so weiter. Und genau. To observe the P-Epsilon gas as a source of nutrition and use the toxin extracted. Also nicht nur, dass die sich dran gewöhnen, sondern die können dann das Epsilon-Gas sogar als Nahrungsquelle verstoffwechseln und das Gift in diesem Gas nutzen, um als Waffe quasi. Das ist, glaube ich, genau das, was auch mit den Pflanzenlickern quasi passiert ist, wie ich sie immer nenne. Deswegen soll das P-Epsilon-Gas wirklich nur als extreme letzte Maßnahme eingesetzt werden. Man sollte das P-Epsilon-Gas wirklich nur einsetzen, wenn es wirklich notwendig ist und so weiter und so fort. Genau. Interessant. Aha. Pflanzen. Pflanzen, Feuer, Schießsachen. Fast so, als ob mir das Spiel sagen wollte, dass jetzt dann Feuer angesagt ist. Eine gute Idee. Also Feueransagung eine gute Idee ist. Ihr wisst schon. Do not touch the memory card. I dare you. Hattet ihr auch immer die Versuchung, früher die Memory Cards aus den Slots zu ziehen oder die PCs auszuschalten, wenn es heißt, man soll das auf gar keinen Fall machen? Ich schon. Ich habe mir immer gedacht, ja, aber was passiert denn, wenn ich es doch mache? Was ist denn, wenn ich es doch mache? Ich hab mich nie getraut. Ich hatte immer Angst, dass dann die Welt untergeht. Ich dachte, ich habe die Kiste voll falsch geschoben, ey. Ich dachte, dann kommt eine Meldung von wegen, na super, du hast es geschafft. Du warst der erste und einzige Mensch, der die Memory Cup beim Speichern ernsthaft berührt hat. Und somit hast du die Apokalypse eingeleitet. Und dann erklingen Sirenen am Hintergrund und Bomben gehen hoch. So ungefähr, glaube ich, habe ich mir das vorgestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Das ist so dieses Szenario von wegen irgendwo in der Höhle, irgendwo in der dunklen Höhle ist einfach nur ein Knopf, auf dem steht, nicht drücken. Wie lange wird es dauern, bis er gedrückt wird? Wahrscheinlich nicht sehr lange. Würdet ihr einen Knopf, wenn ihr stellt euch vor, ihr geht zu wandern, ne, einfach und zufällig seht ihr irgendwo im Wald, Verzeihung, seht ihr irgendwo im Wald an einem Baum oder so einen großen roten Knopf und auf dem steht ganz groß nicht drücken. Würdet ihr drauf drücken? Das ist schon eine Versuchung. Weil ich meine, was zur Hölle? Warum ist da auf einmal so ein Knopf und was macht der wohl, wenn man drauf drückt? Schon verlockend. Ich glaube, in Deutschland wird das noch eher funktionieren, dass keiner drauf drückt. Da steht nicht drücken. Kann ich ja wohl nicht drauf drücken. Ist gegen die Regeln. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, schon gefährlich. It's locked. Warum muss ich da so ein Schieberätsel machen und alles, nur damit es dann gelockt ist? Ich finde das nicht okay. Ich hoffe, die Kiste bleibt wenigstens so stehen. Ich will die nicht nochmal drücken müssen. Schieben. Im Grunde ist Schieben drücken. Im Grunde drücke ich gegen was, wenn ich es verschieben will. Insofern war mein Versprecher sogar absolut korrekt. Ich möchte übrigens nochmal mein Gedankenexperiment näher ausführen. Mir ist ein besseres Beispiel eingefallen. Aus dem Stream. Die vorvorletzte Folge oder so quasi. Jetzt passt mal auf. Oh, da war ja meine Frage. Ah, jetzt brauche ich doch, glaube ich, nochmal. Katzen randalieren gerade unten im Haus. Ich habe nämlich im Stream die Frage gestellt, was jetzt eigentlich wäre, wenn eine Metallkiste voller Holz gefüllt ist, ob die dann schwimmen würde oder nicht, ne? Und ich möchte das noch ein bisschen näher ausführen. Ich hab das Gedankenexperiment noch weiter ausgeführt, damit man sich's noch besser vorstellen kann, was ich meine. Stellt euch vor, da ist ein Floß. Und dieses Floß schwimmt. Dieses Floß kann schwimmen. Und auf dem Floß steht eine Metallkiste. Und ohne Probleme trägt die Metallkiste das Floß diese Metallkiste ohne Probleme. Und dann demontiert man das Floß und packt alle Holzteile, alle Teile von dem Floß, das schwimmen kann, in die Metallkiste und wirft die Metallkiste ins Wasser. Schwimmt dann die Metallkiste, die ist absolut luftdicht abgeschlossen. Da ist innen kein Vakuum, aber sie ist luftdicht, da kommt kein Wasser rein. Schwimmt dann die Metallkiste, weil das Holz drin ist, obwohl das Holz keinen Kontakt zum Wasser hat? Oder geht sie unter? Obwohl das Holz, das da drin ist, ja eigentlich schwimmen würde. Na? Das habe ich mich gefragt. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich hoffe, ich habe die Tür da oben geöffnet. Das ist so geil, wie unterschiedlich das B-Szenario zum Arzt-Szenario ist. So, also so krass. Ganz neue Gebiete, ganz neue Rätsel. Ne? Da sieht das Remake echt richtig, richtig alt aus. Ich wusste ja, dass es wirklich alt aussieht. Aber tatsächlich wusste ich nicht, dass es so, so krass alt dagegen aussieht. Na, eigentlich schon. Eigentlich wusste ich schon. Aber trotzdem ist es geil, das Ganze jetzt nochmal so zu erleben. Ich muss nochmal kurz... ich gehe nochmal schnell in den Raum, wo ich gerade war. Und klicke da nochmal schnell dran, weil ich gerade wissen will. Ich habe leider nicht gelesen, was ich gemacht habe vor lauter Holzkiste. Voll hat der Holzkisten, Gedankenexperiment. Ja, gucken wir nochmal. The elevator power is already on. Ah, ich habe irgendeinen Aufzug angemacht. Okay. Ein Eisenschmelzpott. Der ist nur für Angestellte. Da entledigt Umbrella nur Angestellte. Andere Leute, die von Umbrella ermordet werden, müssen woanders beseitigt werden. Der Schmelztiegel ist nur für Angestellte. Sehr gut. Ach ja, da muss ich natürlich gleich an Terminator 2 denken, wenn ich den Smelting Pot sehe. Ja, dann gehe ich mal in die andere Richtung, ne? Da war ja noch ein anderer Weg, den ich gar nicht gegangen bin. Vielleicht geht's da zu einem Aufzug.
für den ich die Energie jetzt wieder hergestellt habe. Wie sieht mein Inventar aus? Irgendwas? Ah ja, Schreibmaschinenpapier packen wir weg. Ich habe ja in den letzten Folgen schon öfter so ein bisschen auch über Alan Wake 2 geredet und darüber, dass mir das Gameplay nicht gefällt und das Rätseldesign nicht gefällt und dass es aber ansonsten eigentlich cool ist, bla bla bla. Es gibt aber eine Sache, über die wird meiner Meinung nach viel zu wenig geredet, wenn es um Alan Wake geht. Und die möchte ich hier nochmal sehr positiv hervorheben, nämlich den Soundtrack. Und allen voran das Musical-Level von Alan Wake 2. Es lohnt sich, Alan Wake 2 schon fast allein wegen dem Musical-Level zu spielen. Also wenn ihr da Interesse dran habt, guckt euch das auf YouTube an oder spielt es wirklich selber. Das ist sehr mutig, würde ich sagen, und witzig und clever und ist auch ein geiler Soundtrack einfach. Na? The Master Key is required to open the emergency route. Ich habe den Master Key nicht. Aber ich kann einen Knopf drücken. Ha. Wow, der Aufzug ist schnell. Guckt euch die Stockwerke an. Wow, dass sie nicht abhebt. Puh. Wie die jetzt die Stockwerke runtergerasselt ist da. Meine Güte. Freier Fall. Sogar noch beschleunigt. Oh. Nackte Zombies. Okay, er kriegt von mir eine Säuregranate. Yes! Oh, das war so schön. Aber jetzt muss ich mit Armbrüsten weitermachen. Oh mein Gott, war das nice. Ah! So, du wirst gearmbrüstet. Brüstet. Komm an meine mütterliche Armbrust. Hat's die... Ah, ich habe mir schon gedacht, dass da noch wer lebt. Aber hat's die weggebrutzelt einfach. Wie geil. Sowas macht mir schon Spaß. Was soll ich euch sagen, Leute? Das ist schön. Hey, aber es ist lustig, weil an die Stelle jetzt und so kann ich mich... Also das sind so diese Momente, die kann ich mich wieder ganz, ganz genau erinnern. Es ist schon witzig einfach, ne? Schön, schön, schön. Ich merke so in meinen Streams, dass manche Leute regelrecht schockiert sind, dass ich die Spiele nicht in- und auswendig kenne als Lore-Experte für das Spiel. Aber ich habe es eh schon öfter gesagt, ne? Es sind halt zwei ganz verschiedene Kategorien, wie man sich mit Spielen beschäftigt. Ich bin halt nicht der Fußballspieler, ich bin der Moderator oder sowas, der Sporthistoriker. Ja, so vielleicht, keine Ahnung. Okay, schauen wir uns noch ein bisschen um hier. Gucken wir noch ein bisschen rum. Ich habe noch 4 Säuregranaten, sehr viel Brandgranaten und auch noch ordentlich Armbrustpfeile. Wird schon. Ach, war das gerade schön, ey. Multikill. Leider kein Flawless Victory. Er hat mich einmal noch ins Bein gebissen. Chef. Da sind wir im Nest. Die Main Fuse brauchen wir. So, ich bin echt gespannt. Wir haben doch mit Leon uns extra irgendwo registriert und einen Fingerabdruck dagelassen, ne? Da fehlte aber noch ein zweiter registrierter Fingerabdruck. Da können wir doch mit Claire jetzt bestimmt irgendwie zur geheimen Ultrawaffe die Tür öffnen oder so. Ich gehe ein bisschen langsamer. Ich habe Angst, dass ich ums Eck laufe und dann quasi mitten in 5 Lickern klebe, so ungefähr. Ice, Ice, Baby.
Die haben das gut hingekriegt, dass es hier drin wirklich, wirklich richtig kalt aussieht, ne? Ich finde schon. Nicht nur, dass alles so tiefgefroren ist, das spielt schon auch mit rein, sondern auch einfach der Nebel hier drin und sowas. Ist einfach durch und durch gut gemacht, finde ich. Irgendwie ist der niedlich, der kleine Roboter-Greifarm. Ich nenne ihn Hugo. Tada! Dankeschön, Hugo! Guck, wer sich freut. Netter Greifarm. Das Rätsel war wahrscheinlich auch mal irgendwie umfangreicher geplant, oder? Als dass man reingeht und einfach nur die Fuse nimmt und da reinlegt und dann hat man die bessere Fuse und dann ist das Rätsel gelöst. Ich glaube, das war mal umfangreicher. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich muss mich aber jetzt nicht beeilen, dass die nicht warm wird, oder? Da denke ich, glaube ich, zu viel an Metal Gear Solid wieder. Aber ich laufe jetzt trotzdem mal zurück in den Hauptkern, vorsichtshalber. Und setzen wir das Ding mal ein. Dann können wir wahrscheinlich auch hier gleich mehr erkunden. Chef! Wow. Ich muss einfach immer, wenn ich dann. Das ist einfach furchtbar. Das steht auf den Türen. Chef, deswegen. Ich glaube, ich muss erst. Gehen wir erst ins Rote. Gehen wir erstmal ins Rote und gucken uns da richtig um. Bevor wir dann ins Blaue gehen. Okay, viele Türen. Oh, Plants versus Zombies. Das ist quasi das Paralleluniversum. Was wäre passiert, wenn die Plants und die Zombies zusammengearbeitet hätten, ne? Statt gegeneinander. Das sehen wir hier. Das musste jetzt noch schnell sein, dass die mich anspucken, bevor die sterben, ne? Musste jetzt echt noch sein. Ach, kleine Kraut. Bösheiten. Krautgesichtige Hallo. Burn, Baby, burn. Ich sollte vielleicht einen Karaoke-Stream machen. Ich bin heute so melodisch aufgelegt. Ich glaube, ich werde nie einen Karaoke-Stream machen. Kann ich euch versprechen. Nee, ich will nichts versprechen. Ne, irgendwann plötzlich, ne, wer weiß. Bam. Ich mach's. Oh, da machen wir. Hohoho, da machen wir ein Subgoal draus. Aber das ist ein ordentliches Subgoal, sage ich euch. Gucken wir mal. Mache ich mal in einem Stream ordentliches Subgoal mit 1000. 1000. Für 1000 Subs sitze ich mich nackt hier hin und mache einen Karaoke-Stream. Ist mir wurscht. Ja, dann werde ich gebannt. Dann habe ich auch nichts von den 1000 Subs. Vielleicht den Tanga. Das geht. Machen wir ein. Cool. Wie heißt's? Hot Tub. Ein Hot Tub Stream. Mit Karaoke. Hey, für 1000 Subs, Leute. Ich habe nie behauptet, ich sei nicht käuflich. Überhaupt kein Thema. So, das war's leider mit Säuregranaten. Ha, Feuergranaten reichen auch zwei, dass die sterben, aber die schrecken nicht so zurück. Die werden nicht gestaggert dadurch. Okay. Okay. War gerade irgendwie ein weirdly aggressives Okay von mir, oder? Okay. Weiß ich das auch. Verdammte Scheiße.
1000 Subs würde, glaube ich, so ungefähr heißen 2000 Euro. Nein, nur Dollar, ne? Aber gut, auch okay. Ne? Oder sind es Euro? Ich glaube, 2000 Euro im Monat. Zusätzlich zu meinen YouTube- und Werbeeinnahmen würde ich mich da nicht beschweren. Ne, das wäre okay. Da mache ich ein Bikini-Hot-Tub, so Karaoke-Stream. Ist ausgemacht. The Map of the Lab. Map of the Lab. Kopiert. Gespeichert. Das reimt sich. Und was sich reimt, ist gut. Soll ich mal die normale Granatenmunition noch mitnehmen? Ach, guck mal, ich habe hier noch 6 Feuergranaten. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob wir die normale Granatenmunition noch großartig brauchen. Ich habe jetzt 38 Feuergranaten. Und noch ein bisschen Armbrust für normale Zombies. Ich habe leider keine Säuregranaten mehr, ne? Ich hoffe, wir finden noch welche, ehrlich gesagt. Wäre schon gut. Für den Boss. Oder kriegt Claire hier noch... Kriegt Claire hier noch eine... Warte mal, Claire müsste auch noch eine Magnum oder sowas kriegen. Ach so, nee, im B-Game weiß ich ja wieder nicht. Keine Ahnung. Ah, gehen wir mal zur Motte. Oh, Keycard. Keycard habe ich nicht. Rotes Kraut, das nehme ich jetzt mal nicht mit. Wenn mir das eventuell nur einen Inventarplatz nimmt, den ich eventuell für was anderes brauche. Zum Beispiel für die Weapon Box mit normalen Granaten, Munition und Dingern. Schade. Aber wisst ihr was, dann nehme ich jetzt mal die normalen Granaten, weil wir haben so viele aktuell, damit schieße ich, solange ich Pflanzen komme, schieße ich jetzt mit normalen Granaten. Noch ein Erste-Hilfe-Spray. Oh, cool. Overkill. Wow, okay. Leute. Können wir uns hier alle bei der Tür ein bisschen vereinen? Oh, come on. Dude. Das fühlt sich jetzt doch wie zu krasse Verschwendung. So viel, weißt du, solange ich noch ein paar Pfeile habe, ne, nehme ich lieber die. Man muss es jetzt nicht übertreiben. Das fühlt sich einfach, auch wenn ich es habe, ne, es fühlt sich nicht gut an, das so zu verschwenden. Na, Nüchen, was liegt denn da Schönes? Ta-ta-ta-ta-ta, ein P-Room-Key. Es steht, ist P-Room, ist das so eine Verniedlichung fürs Klo? Ich fand's lustig. Naja, okay. Gut. Ich muss über mich selber lachen, weil ich so dumm bin. Können wir jetzt damit in den Motten? Ist das der Schlüssel für den Mottenraum? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil der Mottenraum hat explizit gesagt, er will eine Schlüsselkarte. Und ich habe keine Schlüsselkarte. Ich habe einen Schlüssel. Ich denke mal, der funktioniert hier nicht. Aber ich versuche es mal, auch wenn es Larven regnet. Ne, genau. Brauchen wir was anderes.
Ey, die können auch spucken? Das wusste ich überhaupt nicht, dass die Larven auch spucken können. Guckt euch das mal an. Mann, ey. Spuckt mir da einfach hinterher. Wie respektlos, ne? Blöde kleine Motte. Babymotte. Na schön, Leute. Machen wir für heute Schluss. Ich würde sagen, wahrscheinlich geht es beim nächsten Mal gegen Ende. Ich kann mich hier nur gerade nicht mehr an die Reihenfolge erinnern, in der wir die Map abklappern. Ich wollte jetzt eben zur Motte, damit ich dann gleich in den Geheimraum kann. Wahrscheinlich müssen wir erst drüben hin und uns da den Schlüssel für den Mottenraum holen und so weiter und so fort. Bla bla bla. Aber das machen wir dann alles beim nächsten Mal. Es gibt noch einiges zu entdecken, aber lang haben wir nicht mehr. Na schönchen, Popönchen, dann macht's gut und habt noch einen gepflegten Tag oder Abend oder Nacht, wann auch immer ihr das guckt. Und wir sehen uns dann hoffentlich live Dienstag 18 Uhr oder auch Mittwoch 18 Uhr, zumindest manchmal, für mehr Livestream. Ciao, bis dann.